So, da würde ich sagen, hi Leute und herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Ninja Gaiden 3. Und ich sag mal vielen Dank an alle fürs Einschalten und vielen Dank an Bahamut für den Tipp. Wir können hier ja noch die Klamotten wechseln. Diese Fertigkeit wurde bereits Kleidung wechseln Dreieck. Aha, das schaut so aus. Gefällt mir aber irgendwie auch nicht. Ist eigentlich dieses klassische Outfit? Ja, wir nehmen das. Wir laufen jetzt mal so rum. In der letzten Folge haben wir hier diesen Speicherpunkt erreicht. Da geht es jetzt auch weiter. Und zwar hier. Und das Areal, das schaut wirklich. Das könnte entweder ein Boss sein oder wenn es kein Boss ist, dann wird da so eine richtig krasse Welle, die mir einiges an Stress. Neuer Gegnertyp, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Gerade noch die Kurve gekriegt. Und die Taste gedrückt, die vergesse ich nämlich sehr häufig. Okay, die haben wir überraschend gut eliminiert. Da geht's weiter, echt jetzt? Jetzt geht's da weiter, komisch. Na gut. Doch kein Boss. Ich habe irgendwas gedrückt, Leute. Wow. Drüben fliegt schon wieder der Vogel rum, ne? Nein. So schnell können wir einige loswerden. Stirb endlich! Irgendwie von da drüben fliegt es, aber kann da kein Ziel ausmachen. Ah, ist egal. Wir haben es geschafft. Da drüben ist auch schon wieder der Vogel, ne? Wäre ein recht schneller Speicherpunkt. Ach, da drüben ist noch ein verletzter Feind. Jetzt. Jetzt, ich kann jetzt direkt wieder speichern nach so kurzer Zeit. Das ist aber nett. Jetzt.
sehe gar nichts. Stirb einfach. Du bist genau richtig gekommen, mein Freund. Tschüss. Nice. Ach, das wieder, ne? Da muss ich wieder so viele Feinde wie möglich bekämpfen und töten. Lebensleiste wird schon kleiner. Das war nie so schwer gewesen. Meine Lebensleiste ist aber wieder etwas größer geworden, sehr schön. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich hätte mich jetzt fast noch gekillt, Leute. Alter, war das kritisch. Okay, kämpfen können wir noch. Meine Lebensleiste ist doch nicht auszuhalten. Oh oh, wenn die auf 0 fährt, dann bin ich erledigt. Irgendwer hat mich gefunden. Geht doch. You must not move. Master Ryu! Please get better soon, so you can start training us again. I feel much better already, Sanji. Sanji is the one who found you, Master Ryu. So, you saved me.
Krass, ein kleiner Junge und vorher war da noch eine Armee voller feindlicher Ninjas. Sanji, I'll train with you anytime you want. Oh, yes! Master Joe is waiting in the Hermitage outside the village. We should go together. So, jetzt sind wir zurück im Dorf Hayabusa. Und diesmal nicht besetzt. Sorry for scaring you. I'm fine. Die ganzen Bewohner im Dorf Hayabusa sind alles Ninja. Thank the gods. You can thank Sanji for that. Now, focus on the target. Umitsu. Master Ryu, I'm so happy you're okay. I worked on your bow. Here. Thanks. It's nothing. That's a very strange bow, though. Ich jetzt da schießen oder was? Hier, watch closely. Wow. Genial. You did a good job. Wow. Master Ryu, may you have victory in battle. Das ist echt praktisch mit zwei Pfeilen gleichzeitig. Ryu. Are you going to see your father? Yeah. It seems the Black Spider Clan is planning something again. You can leave the village to me. Me and the young ones. They can use the training. Thanks, Kenjiro. Gotcha! Keep practicing. I don't think I'll ever beat you. I'm looking forward to our training. So, da geht's weiter. Nice. Da haben wir auch schon den nächsten Speicherpunkt, aber zum Aufhören wäre das noch ein bisschen zu kurz. Ich denke, wir gehen noch ein Stück weiter. Das ist das Grab meines Vaters wahrscheinlich. Thanks for waiting. Let's go. Okay. Oh, wir haben Verstärkung, nice. Ist die Frau mit der Klebe, die kennen wir ja schon aus dem zweiten Teil. Ob sie im ersten auch mitmacht, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also zu zweit müsste ich schon mehr aufbringen, als das, was ich schon alleine besiege. Okay, das ist vielleicht genug. Und jetzt sei, dass sie doch gekämpft.
War das der letzte? Ja, ne? Danke, Mädel. Schaut super aus hier. Da würde es sich leben lassen. Du warst auf dem ersten weg. Ach, der ist schon weg. Die ist schon da vorne, man ist nicht schnell. Ja, schön, dass man hier auch mal zu zweit unterwegs ist, aber wirklich große Hilfe ist sie jetzt nicht. Sie ist eher so passiver, finde ich. Ich will den ja da drüben anvisieren, ne, aber... Mann, besonders gut klappt das ja heute nicht. Alter, ihr Kackbratzen. Kommt ihr auch mal zu mir rüber? Jetzt kommst du zu mir, ne? Aber sie hat die ganze Aufmerksamkeit gehabt. Das war schon toll. Danke, Mädel. Schon der nächste Speicherpunkt. Ein kleines Stückchen machen wir noch. Schau mal, da liegt was. Wow. Doch, da steht wirklich einer. Den habe ich jetzt... Das sah jetzt aus wie eine Statue. Stehen wieder auf, ne? Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beenden könnte. Wieder auf, ne? Ob ich die Lila denn vielleicht nur in dem Moment, wo sie Lila leuchten, töten kann? Ich kann sie gar nicht berühren, ne?
Vielleicht kann ich das irgendwie anschießen, aber auch nicht, ne? Sehr endlos sonst. Okay, das gehört so. Nice. Boss time oder was? Und jetzt? Das kaputt machen? Okay, so. Stirb doch endlich. Richtig oder nicht? Ich check nicht, was ich machen soll, aber naja. Wir haben hier aber Leben abgezogen. Kann ich einen verarschen? Ja, wir ziehen da wirklich Leben ab, ne? Oh, ist so nass voll, das wir immer bekommen. Weiß zwar nicht, wie ich den Kack gemacht habe, aber ich hab ihn halt gemacht. Oh, was ist denn das? Wow, das war aber geil. Was ist das? Ja.
Was für ein ekliges Vieh, ey. Oh, sie ist auch dabei, nice. Das heißt, wir kämpfen doch zusammen. Stirb. Ich glaube nicht. Dann jetzt. Was soll ich machen? Ich hätte vielleicht draufschlagen sollen, ich habe keine Ahnung. Solange wir Schaden an das bekommen. Ich glaube, mal Zeit hier mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, sie kümmert sich darum, genau, dass wir einen Schutz sind und da Damage machen können. Ja, ich glaube, sie fehlt ja nicht mehr. Sind wir jetzt gestorben? Nee, doch nicht. Ich glaube, wir haben den Boss First Try gelegt. Geil. Geile Sache. Gentleman. So als ob nichts gewesen wäre. Er läuft natürlich auch über Wasser. Das ist doch sein Vater, oder? Pulses tells me it has infested your entire body. How do I get rid of it? I do not know. Long ago there was once a dragon ninja afflicted by a similar curse. In the end, he was swallowed by the darkness. Only his dragon sword remained. The dragon sword was a gift meant to be used to slay the archfiend. But it became polluted by the souls of its countless victims. The sorcery cast upon you has caused that pollution to fester and be absorbed into your very body. The curse of the dragon sword is the karmic retribution for all the deeds committed by the dragon clan over these countless generations. There are still things I have to do. It's not an easy thing to live in the darkness. But there are times when we must face the darkness and overcome it, or else. Das Karma eines Shinobi und wir haben die Mission abgeschlossen. War echt mal schön, einen Boss zu bekommen in dem Spiel, den wir auch fürs Try legen, der gar nicht so schwer gewesen ist.
Jetzt sind wir beim Ende der Folge und ich sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.